Stefanie Heinrich. Ich sage guten Abend in die Runde. Herzlich willkommen hier an diesem Freitagabend. Dorfladenbox. So heißt die neue Verkaufsstelle für frische regionale Lebensmittel in Enniger im Kreis Warendorf. Die Idee an sich kommt aus Österreich, gegründet unter anderem von einem Landwirt. Die Theorie ist, regionale Lebensmittel mit kurzen Lieferwegen und einer Verkaufsstelle vor Ort anbieten. Ja, und die Praxis, die funktioniert so. Noch 5 Tage, dann steigt das G7-Treffen der Außenminister in Münster. Wenn Sie für die kommende Woche vielleicht noch ein Hotelzimmer in Münster suchen, das könnte eher schwierig werden. Vieles ist einfach nahezu ausgebucht. Und ein Hotel hat das Auswärtige Amt auch gleich mal eben komplett für sich reserviert. Das zentral gelegene Atlantik am Hauptbahnhof. Wissen Sie eigentlich, wie lange es damals gedauert hat, den Westfälischen Frieden auszuhandeln? 5 Monate. Nachdem man zuvor 5 Jahre in einer Friedenskonferenz getagt hat. Erst dann gab es 1648 den Westfälischen Frieden. In der kommenden Woche beim G7-Treffen bleiben den Außenministern ganze 2 Tage, um in Münster, ich sag mal so, die komplexen Probleme unserer Zeit zu besprechen und vielleicht auch zu lösen. Da fragt man sich dann schon, was kann man in so kurzer Zeit eigentlich erreichen? Und welche Rolle spielt Münster dabei als Tagungsort? Darüber rede ich gleich mit dem früheren CDU-Außenpolitiker Ruprecht Polenz. Doch vorher haben wir mit Menschen gesprochen, die sich auch sehr für internationale Zusammenarbeit engagieren. Politik wäre das gut. Herr Polenz, ich bedanke mich sehr für Ihre Zeit hier heute Abend und dass wir zusammen schon mal auf das Ereignis in der kommenden Woche geguckt haben. Dankeschön für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Die nächste Geschichte hier in der Lokalzeit, die beginnt eigentlich vor 7 Jahren und endete heute mit einem Urteil. Damals, vor 7 Jahren, wurde der Vorstandsvorsitzende der Sparda Bank, Enrico Kahl, entlassen. Es gab schwere Vorwürfe gegen ihn. Jahrelang soll er sehr viel Geld aus der Bankkasse veruntreut haben. Es folgten jahrelange Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und ein monatelanger Prozess gegen den Ex-Banker aus Münster. Heute nun gab es den vorläufigen Schlussstrich unter der Sparda-Spesen-Skandalgeschichte. Ich bin ja ein großer Fan von unserer Serie Münsterlandliebe und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Es gibt nämlich noch so kleine Flecken auf der Münsterlandkarte, da bin ich noch nie gewesen, aber ich stelle dann fest, da sollte ich mal hin. Ein weißer Fleck auf meiner persönlichen Karte ist zugegeben ein ganz kleiner. Er trägt den schönen Namen Tungerloh-Pröbsting und mit Alina Freimann geht's genau dorthin jetzt. Ah, Baumstachler, ich mag ihn jetzt schon. Es ist ja Ende Oktober und wissen Sie was, heute Morgen, da diskutiere ich mit meiner Tochter nicht darüber, ob sie vielleicht einen Schal oder eine Mütze aufsetzt, sondern die Frage, ob sie nicht mit kurzer Hose in die Schule kann. Das haben wir dann doch nicht gemacht, aber es ist tatsächlich ja wirklich noch mal sehr sommerlich warm gewesen heute. Und wer konnte, der hat das Wetter auch genossen, an der Eisdiele oder vielleicht sogar im Freibad. Aha, und auch in den kommenden Tagen geht es sehr mild weiter. Hier sind jetzt die Wetteraussichten fürs Münsterland. November. Die Superkirmes von Soest. So heißt der Dokumentarfilm hier heute Abend, gleich um 7:45 im WDR. Und klar, Sie ahnen, um was es geht. Es geht um die größte Altstadtkirmes Europas. Die findet traditionell immer nach Allerheiligen in Soest statt und die lockt hunderttausende Besucher. Heute Abend in der Doku ist das so ein bisschen wie ein Blick hinter die Kulissen von diesem Großereignis. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß und viel Vergnügen und auf jeden Fall einen schönen Abend jetzt hier zu Hause im Münsterland.